Ah, willkommen zurück zu Formel 1 2015 mit John. Moin Moin! Der übertreibt es gleich mit der Lautstärke hier. Muss nicht so brüllen, Junge. Was denn? Legen wir mal los in Ösi-Land. Ja, Spielwerk. Schöne La Rouge. Ah, hoffentlich regnet's. Da sind wir alle beide wieder Letzter. Der Punktestand ist ja sehr interessant. Ja. Ach ja, richtig, Punktestand. John hat 105 Punkte und ich bin bei 101 Punkt. Im Moment. Wie viel Rennen haben wir noch? Oh, etliche. Naja, ein paar kommen noch. Aber sieht auf jeden Fall spannend aus. Zumindest in Also der wir sind. Übersicht. Ja, wir sind bei Rennen 8 und 19 hat's. Ja, also kannst du ausrechnen. Gehe zur Strecke. Ja, ja. Einfahren ist nicht, also direkt rein. Shit, das wird was. Och man, du hast mich überholt, was soll das? Muss ich auch erstmal wieder einfahren, ne? Ja, ich krieg dich schon noch. Ich dachte mir so, gleich die erste Kurve versauen ist ein bisschen doof, also lasse ich das lieber. Ach, hier ist der DRS. Aber jetzt weiß ich, welche Strecke das ist. Doch hier der Red Bull Ring oder wie es heißt, der. Die scheiß Strecke. Ja, na. Die konnte ich Das noch ist nie da, leiden, ne? wo diese. Ja, na, wo diese komische La Rouge ist. Das ist diese komische Kurve, wo du über den Berg fährst, über die Bergkuppe und eigentlich gar nichts siehst, aber Vollspeed durchfährst. Die kommt jetzt gleich. Glaube ich. Jetzt noch nicht. Was, sind wir da jetzt schon durch? Ja, wir sind schon durch. Aber ich mag die Strecke trotzdem nicht. Egal mit welchen Karren. Ja, du bist trotzdem Erster. Der Leclerc war heute wirklich großartig und wurde dafür mit der Pole Position für das morgige Rennen belohnt. Ha. Aber während des Wir Rennens sind hier in Spielberg, zwei ist ja Stunden durch die Aufnahme gerade ein bisschen irgendwie. Muss man kurz den Browser ausmachen. Das heutige Rennen scheint da ein bisschen rumzustressen oder so. Auf den großen Preis von Österreich. Ja, freut dich selber auf den großen Preis von Österreich. So, Vollbild wird da hier. Geht gleich los, sehen wir uns die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Ja, Rennen starten. Ich hab Angst vor der KI. Wow. Wer hat mich jetzt angestupst? Du, du, du. Das war so arschklar. Ja, da bin ich im Qualifying aber besser um die Kurve gekommen. Das sind ja 1-2 Runden, um es zu üben. Ja. Ah! Ey! Lass dein Dreck bei dir! Ich hasse diese Strecke, Alter. Da kannst du nur froh sein, dass du nicht wirklich drinnen sitzt, weißt du? Ansonsten wäre ich jetzt so ein Schlammkuchen. Ey, was machst du? Was machst du? Ich wollte um die Kurve. Dass du jetzt früh bremst.
Irgendwie, ich glaube, ich habe mich doch mit dieser LaRouche irgendwie, entweder bin ich doof oder... Ich hab keine Ahnung. Ist jetzt noch nicht aufgefallen, keine Ahnung. Ich hab wahrscheinlich wieder unsinnig Quatsch. Macht ja nix. Irgendwie, oder doch, das ist die doch, oder? Na klar, das ist die doch, oder? Oder? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung, ich guck kein Formel 1. Die nicht. Und dann habe ich doch wieder Käse gequatscht. Abgesehen vom Spielen auf dem PC interessiere ich mich eigentlich auch nicht sonderlich für Formel 1. Die Strecken kenne ich dann quasi nur aus Grid und sonstigen normalen Autosport-Dingern halt. Mal Formel 1 kannst du ja sowieso nicht Autos nennen. Oh Mann! Boah, was machst denn du? Das ist wie wenn sie bremst, in der Kurve braucht man gar nicht zu bremsen. Ich mein Frontflügel kaputt. Na toll. Super, den hast du ja aber selber abgefahren. Und ich wollte rum, auf einmal rammelt's hinten. Du hast geschummelt, du hast mir alles kaputt gemacht. Ja, nicht. So. Du hast gecheatet. Gib's zu. Nö. Bist entlarvt. Warte mal, bin ich dann jetzt ein Schmetterling? Entlarvt. Ich bin ein Schmetterling. Quatsch, die Österreicher doch, oder? Ja, irgendwie so. Nix, nee, das war ein Schweizer. Hier zugucken, aber... Das war ein Schweizer, glaube ich, oder? Schweizer? Nee, ja. Die haben eine. Wow, shit. Weiter, die erzählen dir nochmal was ganz anderes vom Pferd. Aber die Österreicher sind doch noch die Schluchtenscheißer. Die sprechen doch nicht so. Nein, die Österreicher. Ich weiß wieder, wie die Österreicher sprechen. Ich bin Österreicher. Zumindest oh, einer von denen hat so gesprochen, ja. Sind heute wieder sehr, spalten. Du wirst sehen, dass die Haftung nachlässt. Ja, no shit, Sherlock. Ah, wir reden hier nicht über Politik. Nicht in Deutschland. Alter, die habe ich eingeholt. Sollte vielleicht doch mal eine Box fahren. Ja, Boxenrunde kommt doch sowieso gleich. Also in 4 Runden. Hm? Werder Rover. Was denn? Ich wollte dir nur ein bisschen Mut machen. Ja. Ist ja super gelungen. Reifen sind zu heiß, mach ein paar Kurven langsam. Wie soll ich dann bessere Runde fahren? Gut, also machen wir jetzt langsam drum. Nein, das ist ein Formel 1 Auto, das Ding hat so viel Abtrieb. Nein! Fahr ich in die Box. Jetzt hat mich eine überholt, jetzt fahr ich in die Box. Wie blende ich nochmal die Infos ein wegen Schaden und so ein Zeug? Auf den B. B2. Ja, stimmt, B, gut. Nee, nicht, ich wollte ja nicht Schaden, ich wollte Temperatur. Ist doch grün, was hat denn der? Kann ich doch Gas jetzt, geben. Ja, jetzt, wenn du gerade fährst, ist grün. Aber meine Reifen sind alle orange. Gut, ich meine, ich habe auch mit Dings, mit Weichen gestartet. Also mit den ganz Weichen, den roten. Hat ja super geklappt, der Boxenstopp. Ich bin 20. und direkt hinter 19. Na super.
Hast wenigstens direkt einen Anschluss. Toll. Direkt eigentlich so welche Fullinger, die mir einen Flüge abfahren. Ich hab dich auf der Minimap gesehen. Bist du ja ganz schön weit hinten. Ha. Irgendwann kommt noch eine Runde, dann bekomme ich die Kurve ordentlich. Drück mal kurz auf Pause, ich muss mich mal kurz mal richtig wieder innen setzen hier. Ich bin irgendwie nicht. Gibt's hier Pause? Drück mal kurz auf Pause. Ich bin mir sicher, hier gibt's keine Pause. Warum nicht? Du schummelst doch schon wieder. Ist halt Multiplayer. Gib zu, du hast hier Pause ausgebaut. Mit Absicht gemacht. Das ist wie bei Battlefield mitten im Feuergefecht nach einer Pause zu rufen. Das geht nicht. Warte, ich muss meinen Schießsäcke zumachen. Warte, nicht schießen! Die Reifen sind stark abgenutzt. Achte auf die Bodenlastung. Reifen sind stark abgenutzt, ja. Das hätte ich ja auch sagen können. Die sind nicht nur scheiße stark abgenutzt, die sind verfickt nochmal rot. Das ist wie Schlittschuhlaufen. Weißt du, die Rennleiter, das ist sowieso immer witzig, weißt du, die sagen dir so welche unnützen Sachen, weißt du, du rutschst auf der Straße. Das ist wie wenn einer beim Eishockey ruft, Vorsicht, ihr seid auf dem Eis. Ja. Oder ey, du hast einen Kopf. Ja. Sind so welche Blitzmerker, weißt du. Vergiss nicht, diese Runde an die Box zu kommen. Ja, das hatte ich vor. Wo ist denn hier überhaupt die Box ein? Ach hier, was sind das für eine dämliche Einfahrt? Ja, die ist doch schön. Da kannst du voll reinfahren und da wirst du instant auf 80 km/h. Und dein Drossel. 79. Oh, da haben wir mittlere Reifen drauf gepackt. Die Reifen wollen nicht bremsen. Bist du da gerade aus der Kurve geflogen? Jo, aber volles Produkt. Hab's gesehen. Also, auf der Minimap. Hast du es auf der Minimap gesehen, dass ich rausgeflogen bin? Ja, bist du Siebter? Zufällig. Ja, jetzt nicht mehr Siebter, ja ist klar. Na, ich bin ja Fünfter, ich war doch gerade in der Box. Weltmeister wäre ich auf der Runde nicht hier. Auf der Strecke.
Ah, ich habe nur 14 Sekunden Rückstand auf dich. Naja, ist doch kein Ding für einen King. Ach, bist jetzt oder Zweiter? Jo. Was ist denn deine schnellste Runde? 1:12:7. Alter, ist mal voll eine Sekunde schneller wie ich. Meine Reifen werden schon wieder gelb. Oh, meine sind schon wieder gelb. Dabei habe ich extra die mittleren. Wow. Ah, das muss ich öfter machen. Jetzt habe ich den einen Typ hier aus Versehen weggekickt. Hätte mir fast mein... Oh, ich habe mein Frontflügel damit kaputt gemacht. Achte Sekunden Vorsprung hast. Boah, steuer ruhig. Alter. Jetzt haben wir es mal auf der Aufnahme, da kannst du es dir mal anhören, wie es sich anhört.
Krass, den Frontflügel davon hat so richtig herb erwischt. Ich kann kaum noch nach rechts lenken. Hat mir nicht eigentlich gesagt, wir bleiben heute mal unpolitisch? Na, warum? Na, du willst immer alles nach rechts lenken. Ja, muss man hier auf der Strecke ziemlich oft. Ja, sind ja auch in Österreich. Oh, scheiße, Mensch. Oh, mein eigenes Boot gebrochen. Fuck it. Anscheinend fehlt da vorne, das hängt nur noch an so einem kleinen Fitzel davon oder keine Ahnung. Verdammte Scheiße, das fährt sich so beschissen. Sind ja nur noch zwei Runden. Ja klar, aber wenn die Karre nicht mehr lenkt, dann wären zwei Runden auch ziemlich mies. Erstmal ein bisschen Arschbacken zusammenkneifen. Ich hätte jetzt Balle gesagt, der Führer hat härter befohlen, aber so wieder beim Thema. Die Runde war halt einfach mal 8 Sekunden länger als meine schnellste Runde und 7 Sekunden länger als meine normalen Runden. Naja, du fährst eine Sekunde so schon langsamer, wegen den harten Reifen. Dann wären die langsam jetzt gelb, rot, da hast du noch eine halbe Sekunde weniger. Ansonsten bleib einfach an der Seite stehen, ich fahr dann für dich als erster weiter. Nö. Wäre jetzt auch nicht das Ding, ich meine, es ist ein freundschaftlicher Dienst, da frage ich nicht, ob irgendwie, weißt schon. Würde ich für dich machen. Erstmal hier in dieses kaum Lenken reinkommen, damit ich hier die Kurven ordentlich noch nehmen kann. Naja, war schon mal eine Sekunde schneller. Einfach ein bisschen früher bremsen. Ne, musst du auch anders reinlenken. Viel früher anfangen mit Lenken, weil die Karre ja kaum noch reinkommt in die Kurve. Meine Reifen werden jetzt schon langsam dunkel. Oh shit! Da wollte er gerade überhaupt nicht lenken, wenn ich voll in den Kiesi fahren. Voll abartig, ey. Ich kriege in der letzten Runde noch einen Reifenplatzer. Sollen wir wetten? Reifenplatzer hatte ich glaube ich einmal in der allerersten Runde, die wir fahren sind, dann nie wieder. Und ich weiß noch nicht mal, warum er da überhaupt war. Meine sind schon so tiefrot, die Reifen, ja. Da steht schon drauf Reifenplatzer sozusagen. So rot sind die. Mister Frontflügel tiefrot. Ja, wir haben es ja jetzt geschafft. Es ist drin. Jawohl! Reifen geplatzt. Really? Kommst du noch rein oder hat sich's erledigt? Ich habe auch nur 2 Sekunden Vorsprung auf Hamilton. Und er kommt an und überholt mich. Ah, Schnaupi! Das ist natürlich scheiße, ja. Da kommt Rosberg. Oh, ich hab's noch reingeschafft. Überholt mich auch.
Raikön. Ja, Raikön dreht mich nur mal direkt auf der Strategie. Das ist natürlich richtig mies, ja. Siebter, Platz 7, oder? 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 Ah, gerade so. Also nicht mehr Zweiter geworden jetzt, oder was? Nö. Ah, na super. Also nicht super, ne? Du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ja. Ja, 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 natürlich. Was ist das für eine Larve, Alter? Freu dich, solange du kannst. Perfektes Rennen vom Youngster und ein außergewöhnlicher Tag für den jungen Russen. Meine Rache wird schrecklich sein. Er holt sich den Sieg. 25 Punkte bei mir, 6 Punkte bei dir, oder was? Mhm. Macht das 126 für mich und 111 bei dir. Ja, jetzt musst du einen ausgeben. Das ist eindeutig eine Schnapszahl. So. Ach man, ich kann... Mach ich nächste Woche, ich kann diese Woche nicht trinken. Kein Thema, verschieb mal einfach um eine Woche. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns auf der nächsten Strecke und macht's gut. Ja, auf die Rache.